Ich meine, wie kommt man überhaupt dazu, morgens um 5.30 Uhr aufzustehen? Welche Motivation treibt einen Menschen am Sonntagmorgen um 5.30 Uhr aus dem Bett? Also eigentlich muss das ja schon was sein, was einen wahnsinnig fasziniert. Ne? Und heute Morgen 5.30 Uhr sollte es nach St. Peter-Ording gehen, weil wir da eigentlich in St. Peter-Ording-Dorf gibt es eine kleine Lagune, da wollten wir eigentlich kiten. Wir hatten Ostwind angesagt, so etwa 5 bis 6. Das ist schon ganz gut, da kann man ganz gut fahren. Und das wäre in der Lagune dann spiegelglattes Wasser gewesen. Ja, dann waren wir eben am Strand. Eigentlich sollten wir da frühstücken und dann gleich loslegen. Aber da war absolut gar nichts. Nichts mal für den größten Kite, den wir haben. Und dann haben wir uns jetzt spontan entschieden, nach Damp zu fahren, also an die Ostsee. Und ich glaube, das übertrifft das Aufstehen von 5.30 Uhr. Na, wie kann man so verrückt sein und in die Richtung Nordsee fahren und dann wieder zurück? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Damp ist ein Spot Ostsee. Da gibt es eine Mole, eine Hafenmole. Bei Nordost ist es so, dass die Wellen hinter der Hafenmole oder um die Hafenmole reindrehen, sodass kurz dahinter flaches Wasser ist und dann die Wellen direkt so wie Sprungschanzen vor einem stehen. Das schockt schon richtig. Das katapultiert einen richtig in die Höhe. Und dann kann man schon mal so, weiß nicht, 8, 9, 10, vielleicht auch 11, 12 Meter in die Höhe gehen. Mal gucken, was wir heute schaffen. Ja, da beginnt schon die erste Nervosität, ne? Weiß man schon, was man im Damp erwartet. Alter Finne. Vorhin hatte ich geguckt, da haben sie richtig viel. Bin gespannt. So, hier biegen wir ab und dann geht's Richtung Eggernförde und dann sind wir schon auf dem Weg Richtung Damp. Ja, cool. So, Damp. Here we are again. Erwarte noch größere Wellen als gestern, weil sich die Wellen die ganze Nacht über aufbauen konnten. Wir hatten die ganze Nacht, hatte ich schon gesehen, bei Windfinder sehr viel Wind. Oh, guck. Alter, scheiße. Guck's dir an. Also Wellen haben wir. Wellen haben wir in jedem Fall. Ich sehe keine Kites. Das macht mich um. Doch, einer, zwei. Ah, die waren gestern auch da. So, Friede, du Knallkorb, wir sind jetzt in Damp. Wir sind echt von St. Peter-Ording wieder nach Damp gefahren. Also, wenn du was machen willst, komm hierher. Das ist mega, mega cool. Wir haben hier 6,5 bis, ich glaube, 8 Windstärken. Muss mal gucken, Schönhagen an der Ostsee. Es ist richtig, richtig gut. Die Wellenreiter sind hier wieder draußen. Wir sind im Moment, sind hier 3 Kiter nur draußen. 3, muss ich mir vorstellen. Es ist richtig, richtig geil. Richtig geil. Einfach unglaublich.
sowas habe ich auch noch nicht gemacht. Einmal Nordsee, da war nichts und dann wieder an die Ostsee. Aber war ein schöner Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was ich gerne gehabt hätte, wäre ein bisschen Sonne. Das ist dann fürs Gemüt auch mal ganz gut, ne? Das schockt dann schon. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Wir hatten richtig gut Wind, das war richtig schön. Es war wirklich, wirklich überhaupt nicht voll. Ich meine, 4 Leute waren wir, glaube ich, ne? Die am Kiten waren, ist nichts. Auch selten. Hat sich voll gelohnt, das Aufstellen. Also ein Tag ist dann auch vorbei, ne?